So, und damit willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Lange haben wir da gebraucht, um wieder hier reinzukommen. Die Lobby ist leider noch nicht so ausgereift alles. Mit dabei ist wieder die Jöjöj. Hallo. 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 Die Doppel-Dwight-Runde. Beim letzten Mal habe ich ja versucht, mein drittes Mal Siegen mit Dwight endlich zu schaffen. Aber ja, war mal nicht so drin. Deswegen bin ich jetzt nochmal mit Dwight unterwegs und hoffentlich diesmal länger als, ich glaube, wie lange habe ich überlebt? 2 Minuten? Maximal. 3,40. 3,40? Ja. Ja, ich habe mitgezählt. Ja, ich kann gut. Auch den Hauptschlüssel mitnehmen. Kann ich meine Perks einstellen, die ich reinsetze? Also, du gehst. Opfergabe, mal. Ich sehe es, Opfergabe. Ja. Gewährt 25% Bonus Blutpunkte. So, ist es jetzt drin? Wenn du drauf drückst, ja. Ich hoffe, dass es jetzt drin ist. Nein, ich wollte den Hauptschlüssel nicht mitnehmen. Was ist denn das? Oh nö, das Scheiße. Ich habe den aus Spaß gerade ausgewählt, weil ich ihn dir zeigen wollte. Was bringt der Schlüssel? Damit kann ich die Klappe öffnen, sobald sie gespawnt ist. Und dann kann jeder durchgehen, nicht nur ich. Also ich kann sie irgendwann öffnen, dann kann jeder durchgehen. Ach so, ist ein sehr seltenes Item eigentlich und ein sehr gutes und ich habe es ausgesehen gerade. Das ist voll cool. Ja, aber dafür müssen wir es wenigstens einen Generator überleben. Ja, komm, also sorry, so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Also, vor allem in den letzten Matches war ich extrem schlecht, muss ich sagen. Aber ich hatte auch Pech. Weil das Problem ist, ich kenne die Welten nicht. Und deswegen laufe ich meistens immer so, wie ich mich normalerweise als Mensch sinnvollerweise verstecken würde. Aber vor allem, ich habe die Nurse noch überhaupt nicht verstanden. Ich verstehe nicht ganz, wie weit die sich portet und so. Also ich kapiere die noch nicht so ganz, wie ich da ausweiche. Deswegen, also ich bin mal gespannt. Das ist wieder der Autoschrottplatz. Der ist ganz easy. Das ist eigentlich der leichteste von allen. Okay. Weil du da echt sehr, sehr viele Paletten hast. Dann hoffe ich, wir kriegen die Nurse, die ist am einfachsten. Ja, das ist die Nurse. Woher weißt du das? Weil die so komisch quietscht? Ja. Man merkt das ganz klar an den Geräuschen immer, welcher Killer ist. Wann quietscht denn die Nurse? Wenn sie sich teleportiert. Okay. Und der Geist hat halt immer sein Bimmeln da, sein Ding-Dong. Den Trapper hörst du meistens gar nicht und den Kettensägen man halt meistens mit der Kettensäge. Wo ist sie denn? Weiß ich nicht. Du hörst es über die ganze Map, wie sie Ketten sind. Nein, sie ist neben mir. Das gibt's doch nicht. Was für ein Pech habe ich denn einfach in diesem Spiel? Das gibt's doch einfach nicht. Lauf, wenn ich sie bin sich immer der. Sie hat mich doch schon. Ich bin immer der Erste. Das gibt's doch einfach nicht, ey. 2 Sekunden überlebe ich jedes Spiel. Wie bist du denn jetzt gestorben? Ja, ich hänge am Haken wieder. Wo hat sie sich rausgezogen? Ja, ich habe mich in der Kiste versteckt. In der Kiste. Ja, in dem Schrank halt. Ah. Jetzt, und sie bleibt vor mir stehen. Ja, sie wartet einfach vor mir. Gratuliere. Ja, sie steht ganz genau einfach vor mir. Und wartet jetzt wahrscheinlich bis zum Ende ab. Ja, jetzt gehen auch die anderen weg. Ach komm, ey, dieses Warum Gecampe. Warum habe ich keine Taschenlampe? Meryl sieht mich. Meinst du, ich kann einfach? Lauf. Lauf, mein Kind, lauf. Ich laufe schon. Ich schmeiß mich davor. Lauf. Ich bin davor. Genau, jetzt hat sie mich. Hast du gesehen, wie ich ausgewichen bin? Lauf einfach. Hab ich nicht. Ich guck nicht nach hinten. Denk nicht an mich. Lauf. Ich schaff das schon irgendwie. Ich schaff das. Bitteschön, Fabi. Gerne. Oh, dankeschön. Ich würde dir am liebsten irgendwo meinen Hauptschlüssel gerne hinlegen. Dann sagst du nochmal, du bist schlecht, ey. Das war gerade die Rettungsaktion des Jahrtausends, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall, die war echt richtig gut. Der eine hat abgelenkt und der andere hat mich geholt. Das war richtig gut. Okay. Wo bist du? Ich bin an einem Generator, den habe ich zur Hälfte jetzt schon. Ich versuche dich zu suchen, jetzt ist nicht mehr hinter mir. Okay, okay. Nur ich blute ein bisschen. Sie hat geschrien. Weißt du, wo ungefähr der Generator ist? Nein, verdammt, jetzt habe ich auf das Schreien gehört und habe nicht auf meinen Generator geguckt. Dann geh weg. Ah, ich seh dich.
Echt okay? Gehst du zum Ausgangstor? Ah, da bist du. Ich seh dich. Mehr. Da, jetzt ist sie erstmal abgelenkt. Wir setzen uns hier hinter den Baum, okay? Okay. Der Baum ist zwar nicht so dick, aber... Kann ich dich auch heilen? Ja. Kannst du ja nachmachen. Am besten du triffst aber die Skillchecks, weil sonst hört sie das, wenn sie hier irgendwo in der Nähe ist. Okay. Also bitte, das ist eine Aktion jetzt hier gerade. So, jetzt könnten wir sogar unsere... Haben wir den Generator, würde ich sagen. Okay, können wir machen. Okay, da ist noch einer. Warte, der läuft. Sie kommt hier. Geh weg. Ja. Auf die Seite. Wo ist sie denn? Ja, da wo ich langlaufe. Geh am besten hier lang. Ich hab, der ist neben, die läuft dem Jake hinterher. So. Schockmomente hier. Mit dem Generator. Ich komme. Jos, stell dich auf die andere Seite, da wo ich bin, auf die gegenüberliegende Seite. Okay, ich gebe mir auch Mühe, dass ich es treffe. Okay, und wir gehen dann in deine Seite, also Richtung da, wo du sitzt, gehen wir weg, okay? Alles klar. Und schön, genau, schön bei den Paletten entlang. Da vorne ist auch noch einer, aber der ist schon an, ne? Ja. Ja. Da links, mal, da links ist einer, der ist auf jeden Fall noch nicht an, der links. Ich würde aber am liebsten beim Wald bleiben, aber da ist keiner mehr, ne? Nee. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, da ist eine Kiste. Willst du die Kiste aufmachen? Wo ist die Kiste? Komm mit. Ja, zu mir. Komm. Ja. 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 Ja, ja, ja. Da. Oh, da. Hey, wie kann man denn zeigen? Eins. Eins kann man zeigen und drei kann man so. Okay, okay. Zwei kann man so hin. Mal gucken, da ist bestimmt nur Krimskrams drin. Oh. Sie kommt. Auf. Die ist aber auf jemand anders fixiert. Ich hab eine Sabotagekiste. Damit kannst du die Generatoren schwer machen. Wo liegt die? Vorne ist sie. Geh. Ja. Schön nicht in die Richtung. Kann ich damit nicht auch einfach einen Haken sabotieren? Ja, kannst du. Wenn du Spaß daran hast, kannst du das jetzt machen. Bringt schon. Aber ich würde mich dann. Ich würde mal versuchen, ob ich die abgehängt kriege. Wollen wir nicht aber den. Hier ist noch ein Generator hier hinten. Fabi? Ja? Soll ich vielleicht den Generator machen? Kannst du machen. Ich lege. Siehst du da dieses Ausgangstor, ja? Nee, ich lege davor. Oh, warte da. Jetzt bleib doch stehen! Ich repariere mit dem Werkzeugkasten. Bin ich damit schneller? Ja. Hey, der soll sich heilen lassen von mir. Schaut die den wieder so an wie so ein Schokokuchen? Weiß ich nicht, ich bin nicht nah genug dran gekommen. Okay, wo bist du denn? An dem einen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das schneller ist. Normal müsstest du es schon, wenn du. Ich weiß nicht, was hast du für einen? Oh, war das knapp. Ich hab's aber gleich. Pass auf, die ist hier irgendwo. Ich weiß, ich höre sie auch schon, aber ich hab's gleich. Ist ganz nah bei mir. Bei mir auch. Okay, ich bin direkt vom Ausgang. Ich kann einen Ausgang gleich aufmachen. Mach ihn auf. Wenn die Nörs schön wegbleibt. Ich sehe dich da vorne. Okay, aber wir gehen noch nicht raus, oder? Wollen wir dir noch helfen? Jetzt entweder sicheres Entkommen. Warte. Warum machst du denn das da nicht auf? Kriegst auch noch ein bisschen. Ach, danke. Warte mal kurz. Wollen wir mal gucken, wo er ist. Willst du den Hauptschlüssel haben? Nein. Oh, okay. Der wird gleich da hinten aufgegangen. Komm, wir gehen zum anderen Ausgang. Oder willst du raus? Willst du sicheren Sieg oder? Also, ich würde schon ganz gerne ihn absolviert haben. Oh, der ist unten. Das macht keinen Sinn. Nee, komm, wir gehen. Das ist die hat nicht gecampt, oder? Ja. Dann können wir ja zum anderen Ausgang noch gehen. Okay. Wenn du magst. Aber es ist ja, halt komm. Risiko. Ja, komm, du weißt ja einfach, denk dran, einfach geradeaus hinter, wenn du zum anderen willst. Okay. Um mit der Hand zu müssen. Wie stark sieht sie uns denn, wenn wir so laufen? Wenn sie hier oben ist. Also wenn sie nicht hier oben ist, gar nicht. Okay. Aber wenn sie hinter uns her ist, sieht sie uns sehr doll. Ja klar, aber generell, sie sieht es nicht extra markiert, ne? Nö. Achso, ich dachte, man sieht vielleicht das nur nochmal. Hier siehst du es?
Ja. Mach auf. Bin ich schneller mit dem Kasten? Nee, mach einfach auf. Kann ich hier auch failen? Nee. Ich nehme jetzt ja noch gut, wir hätten ihm gern geholfen, aber... Ja, das Problem ist einfach, wenn der unten drin ist, dann wären wir beide draufgegangen, sehr wahrscheinlich. Ja. Ja, sorry, aber... Puh. Das war doch mal eine Runde. Ja, die war schrecklich. Ich dachte gleich am Anfang, ich bin schon wieder direkt erster und tot. Ja, ich hab dich gesehen. Boah, 30.000 Punkte habe ich bekommen, krass. Aber auch ganz knapp nur ein Level-Up, ne? Ja. Das stimmt, ich habe diesen Perk genutzt, dass ich mehr Blutpunkte habe. Ha, hast du sogar richtig garantiert, dass ich den reingehauen habe. Jetzt gucke ich mal direkt, dass ich da nochmals einen Punkte verteile hier. Da oben ist eine Taschenlampe. Ich muss ja alles skillen. Ah, was da? Was da? Und die Taschenlampe. Und damit bin ich Level 4. Achso, ich habe deswegen so viele Punkte, weil ich auch diese Daily Quest gemacht habe, klar. Ja. Level 4. Klicken zum Fortfahren. Mal gucken, was habe ich denn jetzt hier für einen Perk? Eine medizinische Schere erhöht die Heilgeschwindigkeit. Und hier, wir werden es schaffen. Anderen zu helfen, erhöht die Arbeitsmoral. Achso, ja, das ist, glaube ich, gar nicht mal dumm für ihn, ne? Was? Dass ich den anderen helfe. Wir können das schaffen. Wir werden das schaffen. Ich den auch? Ich glaube, den hast du, weil du hast. Ich habe ja bei dir diesen Bonus, dass wir zusammen was machen. 25% Geschwindigkeitsanstieg, der bis zu einem Maximum von 100% ansteigen kann. Ach so, das ist der, wenn du jemanden vom Haken holst. Der ist sehr gut. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Du, wenn er auf 3 ist, ja, hast du 100% mehr Geschwindigkeit, wenn du jemanden vom Haken hängst. Das ist natürlich sehr cool. Der ist jetzt auch schon sehr gut. Den hatte ich zwar nicht drin, aber ist wirklich gut, wenn du öfter Leute vom Haken holst. Weil es gibt ja immer die Leute, die eher die Leute vom Haken holen, dann die eher auf Sicherheit gehen, die Generatoren machen und so. Okay, das heißt, ich guck mal, dass ich mal den mal bei mir reinmache, weil der, den ich aktuell habe, der macht ja keinen Sinn. Ich habe niemanden wird zurückgelassen. Du erhältst 50% mehr Blutpunkte für die Selbstlosigkeitskategorie Sachen und schaffst diese 50% schneller. Okay. Wow. Wir werden das schaffen. So. Alles klar. Gut, dann verabschiede ich mich aber auch für die Runde heute und dann gucken wir mal, wann wir nochmal eine Runde machen. Ach, auf jeden Fall dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.